manteau blanc, jetteront des bonbons aux enfants. Mais toi, mon fils, tu cracheras dessus. Mais tu, mais tu. La liberté est morte ce matin. C'était pas nous qui avions le fusil. J'ai arraché les roses du jardin, brûlé la ferme et pissé dans les puits. Adieu, petit. Aux olives, je reviendrai chez nous. Le ventre creux du gris sur le jour. Sans manteau blanc, sans médaille et sans croix. Je reviendrai d'où l'on ne revient pas. Ça durera le temps qu'il faudra. Je vais crever de peur et de froid. Espère en moi, tu seras content quand tu verras du rouille sur du blanc. Dann, hältst du mich also auch für einen Opportunisten? Hm? Nein, ich halte dich für ein Opfer. Du hast keine Wahl, du kannst gar nicht anders. Du bist in einer Zwangslage, du musst einfach mitmachen. Das ist eine Zeiterscheinung. Bei uns genauso wie in Amerika. Nur wir versuchen uns hier durch allerlei Extravaganzen vorzumachen, wir hätten andere Möglichkeiten. Wir haben keine. Ich weiß nicht, dieses Verständnis für alles, wo keiner mehr eine Schuld hat. Deine Frau hat eine sehr gute Frage gestellt. Gehen wir davon mal aus. Wie kann man 15 Jahre lang, ohne dass man sich schämen muss, seine Position halten, wenn die politischen Verhältnisse sich so verändern? Wer bin ich eigentlich? Du hast ja keine Ahnung, wie oft ich mir diese Frage gestellt habe. Ein Chamäleon, Karrieremacher, Opportunist. Das muss nicht nur ich mich fragen, sondern alle, die eine Schlüsselposition bekommen haben, kaum, dass sie mit ihrem Studium fertig waren. Ja, wir bekamen die Stellung quasi auf Vorschuss. Geleistet hatten wir ja nichts. Wen hätten sie sonst nehmen sollen? Es hing alles im luftleeren Raum. Waren wir tatsächlich Janitscharen? Hat uns die Welle der Gegenselektion nach oben getragen, oder wie war das? Gewiss, einige sind wieder verschwunden, andere haben sich gefügt, ein paar haben sich zynisch zurückgezogen, ich weiß. Wir versuchen alle krampfhaft zu beweisen, dass wir schuldlos sind. Du ja auch, nicht? Ja, und das paralysiert uns. Wir sind eine verlorene Generation. Wenn man sich nicht davon befreien kann, dauernd seine Unschuld beweisen zu wollen, ist man natürlich verloren, das ist klar. Ja, wir haben uns geirrt. Wir haben sogar vieles unterstützt, was man nicht mal hätte dulden dürfen. Aber wenn wir das für eine Sünde halten, die nicht zu vergeben ist, dann streuen wir damit den Samen neuer Sünden aus. Verlangen wir von uns hinterher, dass wir uns nicht getäuscht haben, dass wir in nichts zu beirren waren, dann geben wir damit das Recht auf, uns irren zu können. Gerade das führte ja zu unserem Vergehen. Mein Herr, Sie sind ein Ketzer. Ketzer gibt es nur in der Religion. Genauso meine ich es. Ich bereue nicht, dass ich an die Heiligen geglaubt habe, sondern dass ich es für möglich hielt, es gäbe überhaupt Heilige. Was nach Stalins Tod über ihn bekannt wurde, erschüttert mich nicht. Wenn ein Mensch im Besitz unbeschränkter Macht ist, dann benimmt er sich so. Das finde ich ganz verständlich. Nur wenige könnten da widerstehen. Eine solche Macht, die unkontrolliert ist, führt unweigerlich zu irgendwelchen Exzessen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Gedanken in Ungarn sehr beliebt sind. Naja, die Chinesen haben vielen die Augen geöffnet. Dazu braucht man ja eigentlich nicht die Chinesen, oder? Es ist leichter, es von den Chinesen zu sagen. Nach den Berichten, die man sieht, scheint die Begeisterung für Mao aufrichtig zu sein. Man kann doch nicht Millionen mit Gewalt auf die Straße treiben. Tja, das haben wir auch schon erlebt. Der Rausch des unbegrenzten Vertrauens. Stellen Sie sich doch mal vor, da kämpfen solche Männer 25 Jahre lang um etwas. Und dann sehen Sie, unter dem Glorienschein der Geschichte treten sie aus dem Nichts hervor. In den Augen der Massen haben aber nicht die Ideen gesiegt, sondern die Menschen. Ist es ein Wunder, dass man sie anbetet? Pierre sagt, Roig sei sehr beliebt gewesen. Wie konnte man glauben, dass so ein sympathischer Mann schuldig ist? Weil es etwas gegeben hat, was ich die gerechte Anwendung von Gewalt nennen würde. Ich erinnere mich an einen Fall, 47 war es. Peter hat Ihnen sicher davon erzählt. Wir brauchten ein Studentenheim und beschlagnahmten die Villa eines Fabrikanten von Chapel. Ich musste mit dem Besitzer verhandeln, ein sehr sympathischer Mann, ein sehr gebildeter Mann. Bestimmt hätten wir uns unter anderen Umständen gut unterhalten. Ich musste aber daran denken, dass es um die Unterkunft für 70 arme Studenten ging. Was nützt einem da alle Sympathie? Ich bin heute noch der Meinung, dass wir ihm die Villa mit gutem Recht genommen haben. Pierre hat mir viel von Ihnen erzählt. Ich muss gestehen, sonderbar. Aber jetzt verstehe ich es. Von hier aus sind die Dinge sicher sehr schwer zu begreifen. Vielleicht, wenn Sie uns einmal in Ungarn besuchen würden, was mir persönlich eine große Freude machen würde, dann könnten wir Ihnen einiges zeigen. Ich wollte auch schon immer mal kommen. Aber ja, Pierre, ja, ich verstehe. Ich verstehe schon, dass Peter durch Sie hier in Paris, wie soll ich mich ausdrücken, Wurzel gefasst hat. Und das Danke ist ja auch nur Kompliment. Zu verständlich.
glaube, er hat sich eingelebt. Mit den Frauen hast du es immer verstanden. Marie hast du gewonnen. Weißt du, sie diskutiert leidenschaftlich gern. Bist du etwa eifersüchtig? Nein, ich habe keinen Grund dazu. Hör zu, mal darauf zurückzukommen. Lass dich nicht in diese Sache mit Ombrosch hineinziehen. In einem Pariser Bistro sieht alles anders aus. Renn nicht mit dem Kopf gegen die Wand. Ach, immer wieder diese Wände. Ombrosch angeschlagener Kopf beweist doch, dass es diese Wände gibt. Aber wo? Das ist die Frage. Weißt du noch, das Weltjugendtreffen, die Chinesen, erinnerst du dich? Mit den Chinesen? Oh, das waren andere Chinesen. Oh, das waren andere Chinesen. Weißt du noch, wie wir in den Saal geschlichen sind? Wo? Im Nationaltheater? Ja. Zwei Männer fochten in einem Raum. Die Bühne war beleuchtet, aber man sah, dass sich der Kampf im Dunkeln abspielt. Komm, wir zeigen deiner Frau mal, wie das war. Darf ich? Komm, los! Ach ja. So, jetzt geht's los. Du greifst an, ja? Sehen Sie, wie wir vor etwas Angst haben? Das ist wie mit den Wänden. Die Wände sind weit weg, aber wir nützen den Raum nicht aus. Dadurch bewegen wir uns viel ungeschickter, als wir sind. Guten Tag. Guten Tag. Na, wie geht's? Guten Tag. Guten Tag. Sie hat mir schon wieder ein Kleid verschnitten. Und dabei verlangt sie gar nicht wenig. Guten Tag. Genosse Somerschi? Er ist nicht da. Er hat mich herbestellt. Warten Sie. Bitte nehmen Sie Platz. Wenn du eine gute Schneiderin kennst, dann gib mir doch ihre Adresse, ja, bitte. Ja, natürlich. Also ich bin's wirklich jetzt leid, was die mir schon alles verdorben hat. Und dabei ist das so ein schöner Stoff gewesen. Ich erkundige mich mal. Ich muss jetzt laufen, mein Chef, der wartet schon auf mich. Du weißt ja. Danke für den Kaffee. Wiedersehen. Wiedersehen. Lotzi, wenn Sie mich nicht verraten, sage ich Ihnen ein Geheimnis. Somoshi ist bei Ferenczi. In Ihrer Angelegenheit. Der Wert der Exportwaren, für die wir Devisen bekommen können, ist nach der Aufstellung der Genossin Szabo, wenn man die allgemeinen Wirtschaftsschwankungen in Betracht zieht, in unsere Kalkulation eingesetzt worden, in einer Höhe von... Ich möchte nur wissen, wie lange er um den wunden Punkt noch herumreden wird. Er weiß genauso gut wie ich, dass es sein Recht ist, über Ombrosch ein Urteil abzugeben. Natürlich muss er sich an die vorgeschriebenen Spielregeln halten, wenn er nur den Mut hätte, endlich davon zu sprechen. Aber den hat er nicht. Er zieht die ganze Sache nur in die Länge. Benke wird mich entweder unterstützen oder sich gegen mich stellen. Somerschi wäre mit beiden Lösungen einverstanden, also wartet er ab. Gibt es sonst noch was? Ja. Darf ich mal bitten? Danke. Es wäre schön, wenn du dich damit mal befassen könntest. Das Konstruktionsbüro beklagt sich, es wären nicht genug Zeichner da. Sie brauchen mindestens noch zwei. Vielleicht bist du mal so nett. Danke. Und jetzt den Plan. Ja, bitte, da ist der Plan. Was erwartet er eigentlich von mir? Er hat es leicht. Er ist nicht den ganzen Tag mit den Mitarbeitern von Ombrosch zusammen. Wenn er wüsste, wie viel Energie es mich kostet, Ordnung zu halten. Sie sind ja alle so wie Ombrosch. Nur wagen Sie es nicht, das zu tun, was Ombrosch sich herausgenommen hat. Skrupellos. Was ich alles schlucken muss, um mit diesen Leuten auszukommen. Wer weiß das schon? Teufel mit diesem Ombrosch. Warum kann er seinen Mund nicht halten, wenn er wenigstens noch ein paar Wochen gewartet hätte? Das wäre alles, ja? Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Genosse Ferenczi. Wiedersehen, danke. Hast du einen Augenblick Zeit für mich? Setz dich, ich habe einfach nur einen wichtigen Anruf. Na, Ilonka, hat sich Mischkolz noch nicht gemeldet? Nein. Und dann versuchen Sie, eine Verbindung zu bekommen. Jawohl. Warum setzt du dich nicht? Ich halte dich nicht lange auf. Hätte ich nicht gesehen, dass du dich geärgert hast, weil Somoshi so feige war und kein Wort wegen Ombrosch gesagt hat, ich wäre gar nicht geblieben. Ich habe das Gefühl, du bist deiner Sache nicht ganz sicher. Ich war in dieser Geschichte noch nie so sicher wie jetzt. Ich will mir später keine Vorwürfe machen müssen, weil ich dich nicht gewarnt habe. Es wäre großzügig von dir, die Sache abzublasen. Oder auf Feigheit. Man erwartet von mir, dass ich in jeder Beziehung für Ordnung sorge. Bist du deswegen hier? Was die Sache betrifft, hast du ja recht. Aber alle glauben, dass du dich nur rächen willst. Es ist noch nicht zu spät. Sprich mit Somoshi. Alle, so, so. Wenn es um mich geht, dann sprechen sie alle. Ja? Ja. Also gut, dann warten wir nicht länger. Unterschreiben Sie den Vertrag. Hat
Aber damals hat keiner von Rache gesprochen. Damals, als Ombrosch unsere Kunden aufgewiegelt hat, damit sie reklamieren, um mich unmöglich zu machen. Das hat man nicht beweisen können. Warum haben dann die anderen Kunden nicht reklamiert? Warum nur die, mit denen Ombrosch in Verbindung gestanden hat? Ich kann das von ihm einfach nicht glauben. So etwas ist doch keine Frage des Glaubens. Leute wie Ombrosch schauen nicht erst lange hin, bevor sie zuschlagen. Und du? Schaust du genau hin? Lassen wir das jetzt. Wir waren zu nachsichtig mit ihm. Ich habe auch andere Informationen. Vielen Leuten ist er ein Dorn im Auge. Mit Unruhestiftern kann man nicht zusammenarbeiten. Vielleicht gewinnst du heute etwas, wenn du Ombrosch entlässt. Aber weißt du, was du morgen alles verlieren kannst? Was habe ich zu befürchten? Die heute den Mund halten, weil sie glauben, dass sie gegen dich nichts machen können, werden sich dann gegen dich stellen, wenn sie nichts mehr zu fürchten haben. Du willst Ruhe, nicht? Du solltest dich freuen, dass es so unruhige Geister gibt wie Ombrosch, die dir offen ihre Meinung sagen und dich nicht träge werden lassen. Was? Willst du mir etwa drohen? Dazu bin ich zu unbedeutend. Guten Tag, Lorzi. Da sind sie ja. Na, da haben Sie mir ja was Schönes eingebrockt. Ja, wissen Sie, ich habe zu viel Magensäure. Ich muss rechtzeitig essen gehen. Das Offizielle erledigen wir dann nachher. Sie haben doch Zeit, nicht? Ja, Zeit habe ich. Ich habe auch Geld, aber ich weiß nicht, ob ich noch das Recht habe, hier zu essen. Machen Sie keine Witze, Sie sind doch mein Gast. Passen Sie mal auf. Ich habe einen fabelhaften philosophischen Witz gehört. Sagen Sie es, wenn Sie ihn kennen. Also, irgendwelche Professoren haben festgestellt, dass der Gehörsinn der Küchenschabe in ihren Beinen steckt. Sie sagen, wenn Sie ihn kennen. Ich will Sie nicht langweilen. Nein, kenne ich nicht. Also der Beweis. Guten Appetit, Genosse. Vielen Dank, Genosse. Also ich nehme meine Küchenschabe. Ich setze sie hin, dann sage ich zu ihr, lauf. Ich lasse sie los und was macht sie? Sie läuft weg. Jetzt nehme ich dieselbe Küchenschabe nochmal, reiße ihr die Beine aus und sage zu ihr, so, nun lauf. Ich lasse sie los, aber sie läuft nicht. Köstlich, nicht? Hoffentlich haben Sie auf Bela aufgepasst. Hat er dich vor den Frauen beschützt? Sie hatten es versprochen. Unter Aufopferung unserer selbst haben wir ihn vor jeder Versuchung bewahrt. Sieht man uns das denn nicht an? Gestern kam auch Orna auf den Flugplatz. Natürlich musste ich mir ihr ganzes Klagen anhören. Jetzt erinnert sie sich plötzlich an uns. Hat Lorzi angerufen bei uns? Ach was, natürlich nicht. Das Beste wäre, du würdest jetzt sofort Urlaub nehmen, damit du gar nicht erst in diese Mühle reinkommst. Dann würden doch alle sagen, ich fliehe. Ich drücke mich vor einer Stellungnahme. Wie ist denn die Stimmung? Keiner wagt es, Ferenczi zu widersprechen. Ich habe Petty was Schönes aus Paris mitgebracht. Ist er da? Er ist in der Schule. Er hat diese Woche Nachmittagsunterricht. Du weißt, das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, ist das schön. Das muss ein Vermögen gekostet haben. Gar nicht. Das habe ich auf dem Markt gekauft. Für die Afrikaner sind das Gebrauchsgegenstände. Sie haben viele Götter. Wie nett. Für Petty nicht? Hm. Hast du Marto nichts mitgebracht? Sie lernt draußen im Garten. Doch, ich habe was. Geh zu ihr, sie freut sich. Ich muss jetzt zuallererst einmal mit Somerschi sprechen. Kannst du damit nicht bis morgen warten? Hier ist Bela. Danke, ausgezeichnet. Die Maschine konnte in Paris nicht starten. Das war natürlich angenehmer, als wenn uns das in Accra passiert wäre. Ganz erfolgreich. Ich werde dir ausführlich darüber berichten, aber deshalb rufe ich nicht an. Hershey hat mir erzählt, es gibt mit Ombrosch irgendwelche Schwierigkeiten. Ich habe in der Sache alles versucht. Gekämpft habe ich richtig. Aber ich habe nichts erreichen können. Ombrosch hat uns alle in eine unmögliche Lage gebracht. Na, weißt du, nicht nur, dass er jeden beleidigt, er greift auch noch an. Hättest du den Brief gelesen, den der Ferenczi geschrieben hat, dann würdest du verstehen, dass wir wie gelähmt sind. Natürlich könnten wir das machen, aber Ombrosch führt seinen Angriff so grundsätzlich, als ob die ganze bisherige Ordnung keine Gültigkeit mehr hätte. Ist doch klar, dass die sich zur Wehr setzen, die von Ombrosch angegriffen werden. Ja, und wie? Sie sind im Begriff, der Sache eine politische Färbung zu geben. Das Ganze wäre doch kein Zufall. Es wäre klar, dass die Konkurrenz Ombrosch bezahlt hat. Ah ja, nein, nein, nicht Ferenczi sagt das, sondern irgendwelche Zuträger. Du weißt doch, wie das ist. Wenn jemand mal beschuldigt wird, dann bleibt doch was an ihm hängen. Nicht nur an ihm, an allen, die mit der Sache zu tun haben. Das ist ein Risiko, das niemand von mir verlangen kann. Ja, aber wenn du willst, ich kann ja versuchen, das Schreiben noch einen Tag zurückzuhalten. Eine Gemeinheit ist das. Jetzt wollen sie alles auf dich abwälzen, um dir dann Vorwürfe zu machen. Du regst dich doch sonst nicht so auf.
Meinst du, Somoshi wäre es nicht lieber gewesen, den Nationalhelden retten zu können, wenn es möglich gewesen wäre? Du sagst doch selber, dass er feige ist. Er wird sich das schon überlegt haben. Alle sind daran interessiert, dass du nicht kompromittiert wirst. Begreif doch, dass du Ambrosch nicht helfen kannst. Du kannst höchstens Ferenczi schaden und was hättest du davon? Nicht du bestimmst deinen neuen Chef. Es käme ein anderer, der dir vielleicht noch weniger passen würde. Du weißt, wie es ist. Es kommt selten was Besseres nach. Ihn kennst du wenigstens. Woher weißt du, dass du am Schluss nicht den Kürzeren ziehst? Es wird dir wie Ambrosch gehen. Ein Jahr später werden sie sich rächen, in einer Sache, wo du es gar nicht vermutest. Irgendwo hat jeder seine schwache Seite. Ich habe schon manchen Angriff abgewehrt. Sie werden dich irgendwo hinversetzen, wo du rumdirigiert wirst. Da wirst du ganz von vorne anfangen müssen. Du wirst da nicht so großzügige Gegner haben wie Ferenczi. Ich muss jetzt ins Büro zurück, ich nehme den Wagen. Wenn du Hunger hast, sag es Marto, sie macht dir das Essen warm. Marto? Marto? Tag, Marta. Arbeitest du für die Prüfung? Ja, ich war so vertieft, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie ihr gekommen seid. Ich dachte, du wärst mit zum Flughafen gekommen. Hier, ich habe dir was mitgebracht. Du liest doch gern Französisch, nicht? Danke. Pass auf, das ist ein Zauberkasten. Ich weiß auch noch nicht so genau, wie man es macht. Ich hoffe, es wird mir gelingen. Versuchen wir es einfach mal. Das ist ein Fotoapparat. Ich werde jetzt eine Aufnahme machen. So, jetzt ziehe ich das raus. Erst das hier. So. Ja. Und jetzt zieht man das hier raus. Sei so nett, heißt mal. Und du wirst sehen, gleich ist das erste Bild fertig. In 10 Sekunden dieser Zauberkasten da, der entwickelt und der kopiert auch. 10 Sekunden warten. Ein ganzes Laboratorium ersetzt er. Ich dachte mir, als Chemikerin würdest du dich dafür interessieren. Wollen mal sehen. Na, da haben wir das Bild schon. Gefällt es dir? Toll. Jetzt probier du es mal. Großartig. So richtig? Nein, nicht mich. Ach, stell dich doch nicht so an, komm. Nein. Was hast du denn vor so einem schönen Hintergrund? Nein. Nun lass mich doch. Ich hab dich doch erwischt. Schon geschehen, du bist drauf. Ob du es nun willst oder nicht, gleich wirst du es sehen können. Wie du aussiehst, wenn du schmollst, wie schön du dann bist. 1, 2, 3, schon ist das Bild fertig. Da ist es. So hast du ausgesehen. Schön, nicht? Nein. Na, was hast du denn? Was ist denn los? Bist du mir böse? Hast du mit Somoshi gesprochen? Ja, warum? Auch über Lord C. Ambrosch? Woher weißt du das überhaupt? Von Erschi. Sie hat mir alles erzählt, auch vom Anruf in Paris. Erschi sieht zu schwarz, das wird schon in Ordnung gehen. Wenn das alles stimmt, was Erschi... Wieso interessiert dich der Fall eigentlich? Soll ich nichts davon wissen? Ist das verboten? Wie ein Igel bist du, kannst du deine Stacheln nicht einziehen? Darf man sich nur für seinen eigenen Kram interessieren? Aber du hast recht, was kümmere ich mich darum, wenn du es nicht mal tust? Wieso, mache ich das nicht? Du scheinst von Erschis Panik angesteckt zu sein, habt ihr euch gestritten? Nein, es ist etwas viel Schlimmeres passiert. Sie hat mich überzeugen können. Sie dich? Stell dir vor... Ja, ich weiß, es gibt keinen Grund zur Panik. Was sollten wir zu befürchten haben? Wenn ein Sturm kommt, rudern wir in den schützenden Hafen und warten, bis er vorbei ist. Wie poetisch du das sagst. Ich glaube, der Wind hat dich inspiriert. Wollen wir nicht lieber noch ein Foto machen? Für mich ist das ganz prosaisch, was ich gesagt habe. Entsetzlich prosaisch. Aber weil es dich stört, nennst du es einfach poetisch. Auf keinen Fall die Bequemlichkeit aufgeben, den Komfort. Natürlich auch seelisch nicht. Wir sind ja Intellektuelle und empfindlich. Sich bloß nicht stören lassen. Sich auf keinen Fall Gewissensbisse machen. In deinem Alter geht man immer vom moralischen Standpunkt aus. Als ob der Wert einer Stellungnahme nur davon abhängt, ob man tapfer oder feige ist. Als ob es nur schwierig wäre, die Wahrheit zu sagen, aber nicht sie zu erkennen. Ja, wenn es so ist, dass Ferenczi ein Schuft ist und Ambrosch ein Nationalheld, dann kommt es allerdings darauf an, dass man es auch sagt.